Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, ich habe jetzt die Rätsel markiert und die laufen jetzt, bevor wir weitermachen. Warum wird jetzt hier nach Wachen gerufen? Ich muss mein Fahndungslevel runterkriegen. Genau, bevor wir jetzt weiter mit den Quests machen, laufe ich die jetzt erstmal ab mit euch und seht zu, dass wir... Oh, das ist gut. Die Schotter ist mir auf den Fersen. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Ja, das stimmt. Oh, warte. Danke. Ja, endlich mal wieder so eine Münze. Sollte öfters mal in die Taschen anderer Leute greifen. Aber ich frage mich immer noch, wie soll man darauf kommen? Stützpunkt der Shutra. So. Ist das jetzt hier? Irgendwo zu finden. Da liegt's. Einsammeln. Ne, Basim? Hallo? Nimmst du's? Ach, er muss das ausgraben. Okay, verstehe. Und was habe ich jetzt gekriegt? Oh, krass. Rate mal. Ja, nee, leider nicht. Leider nur durch Internethilfe. Unbekannte Montur. Ach, Mist. Egal, das war Nummer 3. So, lass mich mal auf die Karte blicken. Wo ist Nummer 2? Das ist hier. Ah, guck mal, da ist eine Scherbe. Dann würde ich doch sagen... Schnellreise nicht verfügbar. Ne? Entschuldigung. Hat er mich gerade Schmock genannt? Finde ich überhaupt nicht lustig. Jetzt aber. Schnellreise. Jo. Machen wir das einfach mal so. Und das letzte, wo wir letztens drüber gesprochen haben in dem vorigen Part. Ich war gar nicht so verkehrt mit der Annahme. Aber ich habe es halt trotzdem nicht gefunden. Ja, ich hätte das, glaube ich... Schade, dass man nicht das... Bild aufmachen kann und dann auf der Karte so als vergleichmäßig. Aber ist nicht so schlimm. Dann machen wir es halt so. Und ihr seht das ja, wo das ist. Also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr diese ganzen Sachen gefunden hättet. Oder wie man darauf kommen soll. Also da musst du wirklich schon den Blick fürs Detail haben, glaube ich. Oh. Das ist aber ein schönes Lied. Aber ich muss los. So, das müsste jetzt einfach hier sein. Ja. Das liegt einfach hier so auf dem Boden. Auch wieder wahrscheinlich die Monturfarbe, oder? Ach, krass. Die Farben sind geil, aber kann ich bestimmt auch nicht benutzen. Nö. Ah. Kann ich auf die Montur... Kann ich auf der Montur packen? Edel, edel. Ja. Schade, dass man das... Okay, finde ich auch gar nicht so verkehrt, dass mir das nicht gespoilert wird. Aber ich bleibe jetzt erstmal bei Basims alte Montur und bloß mit anderer Farbe. So. Abgehakt. Wo war die Scherbe? Da. Die möchte ich denn schon haben. Schaffe ich das? Wo ist denn die? Ja, es ist gar nicht so weit weg. Ich wollte mich erst Schnellreise machen, aber da bewegt die sich ja weiter. Lass mich, ich muss hier durch. Da bist du ja! Lass ihn hoch! Wie die meinen Schreikrampf kriegen. Was? Ihr seid zu langsam? Das ist kein Problem für mich. Komme ich mit klar. Hm?
finde das witzig, dass sobald ich entdeckt wurde, dass die ganze Stadt einfach weiß, dass sie hinter mir her sind. Finde ich nicht so cool, aber naja, gut. Basim findet es auch nicht so cool. Ja. Hier ist ein Mitglied von Aviab. Wo? Wo denn? Und dabei ging es nur um ein totes Pferd. Glaubst du, sie kommen heute? Na dann. Aber hier sind auch schon wieder zu viele Leute. Dank dieser Scherbe werde ich die Geheimnisse dieser Kammer bald lüften können. Schade, dass ich nicht unentdeckt Ring werfen kann. Dieser Mann ist ein Mörder! Und jetzt habe ich schon wieder so eine hohe Kopfgeld-Fahndungsliste, Leiste. Mist! Das ist der Ort. Das ist der Ort? Da müssen wir hin? Weil eigentlich sind jetzt aktiv... Habe ich mir ausgesucht. Hier, der andere ist hier, ne? Also nur mal so fürs Protokoll. Da wäre... Hier läuft das Wasser entlang. Und hier... Ich gucke mir das jetzt nochmal auf der Karte genau an. Ne? Rätsel. Müssten jetzt ja noch wenige sein. Genau, das war dies. Und die zwei... Muss ich nochmal gucken. Die habe ich jetzt natürlich... Eins davon habe ich noch. Das andere... Ja, muss ich nochmal gucken. Weil ich habe das als Wasser gewertet, weil es blau ist. Das ist, glaube ich, auch Wasser. Und, wenn man jetzt hier guckt... Na, dann ist da aber kein Wasser. Also es ist nicht blau. Das da. Also deswegen hat mich das ein bisschen irritiert. Aber zum größten Teil stimmt dieses Gebiet. Es ist auch ein Hügel. Ja. Also da muss man nicht... Ah, da musst du schon auf alles achten. Ne? Aber da kommen wir später noch zu. Ich weiß gar nicht, der andere... Das weiß ich schon. Das hat mir ein Kollege erzählt. Der ist hier irgendwo. Da kommen wir aber auch noch hin. Und der andere ist natürlich, weil ich jetzt versucht habe, so viel zu markieren, ist das andere natürlich weggegangen. Ich wusste nicht, dass man nur... drei Markierungen hat. Egal. Inventar, was geht hier ab? Drei Scherben. Shit, ich hätte mir das mal merken sollen, wie viele ich bräuchte. Acht, glaube ich, habe ich gesagt, ne? Dann lohnt sich das erst wieder zurückzugehen. Dann sammeln wir erstmal acht. So, bei den Nachforschungen habe ich mir gedacht jetzt, wir machen einfach mal diese Aushängeaufgaben. Das ist der Amtsträger, ein korrupter Amtsträger besucht das Gefängnis, töte ihn und befreie die Gefangenen. Gibt natürlich ein bisschen extra die RAM, ne? Gut, dann let's go. Das Gefängnis kennen wir zu Genüge. Wir wissen, wie wir reinkommen und wieder raus. Oder auch nicht. Hey, was? Entschuldigung. Entschuldigung, habe ich gesagt. Ich bin schon wieder runter. Ich hab doch gar nichts gemacht, es tut mir doch leid, ich hab mich entschuldigt. Guck mal, die haben das gar nicht mitgekriegt, dass ich was Böses gemacht habe und die schreien mich einfach zusammen. So richtig korrekt finde ich das nicht. Bisschen schade gemacht. Allah verfluche dich. Hallo? Ich hab keine Verachtung für das Gesetz. Ich umgehe das nur an bestimmten Punkten. So, muss ich ja vielleicht noch mit dem Kilo suchen? Nee, aber guck mal, da ist ein Schlüssel. Dass er... Ist er da einfach... Ach so. Na dann...
Vielleicht mit dem Wurfdolch. Aber wie gesagt, die sind irgendwie nicht stealthy genug, die Wurfdolche. Und ich bin leider auch nicht stealthy genug, weil aus irgendeinem Grunde kann man nicht so richtig geil... Na? Achso. Ich kann hier mich im Stoff hochziehen. Zack. Das ist dann wieder Stealth. Das finde ich auch gut. Aber das Attackieren. Ups. Was? Augenblick. Ja. Moment. Was für ein Anhänger? Astromorph? Da ist er. Ein paar befreite Gefangene könnten sich seiner annehmen. Moment! Die Marsch ist vorbei! Shit. Zieh doch dein Schwert! Na komm. Das ist eine wirklich dumme Entscheidung gewesen. Ach du Heilige. Aua. Das wollte ich nicht. Das hat weh. Wohin kannst du schon fliehen? Das wäre nett. Hab dich! Ach, weißt du was? Das darf nicht wahr sein. Da haben sie beide zugeschlagen. Ich wollte gerade eine Rauchbombe schmeißen. Shit. Na gut. Ich frage mich ja immer noch, das ist ja die Umgebung vom Djinn, ne? Ich frage mich, was mit dem, ob da noch irgendwie was passiert. Ob das irgendwie eine Pillepalle war. Und da könnte man eigentlich auch eine ganze Menge mit anstellen. Schade, ich dachte, er greift die kleinen Löcher, aber dann machen wir dann den gleichen Weg einfach nochmal. Was? Nicht aufgepasst. Hallo? Und ich habe ja eben auch nicht aufgepasst, aber... Guten Tag. Warum warte? Ich habe es leider eilig. Oh. Das ist noch besser. Danke für das Timing. Schlüsselbund. So. Was? Verstümmel dich Stück für Stück. Schimpf doch nicht so. Den Gefangenen. Wo immer sie sind. Los, hier lang. Ich
Zeit, dir den Rücken frei. Da ist er. Ein paar befreite Gefangene könnten sich seiner annehmen. Ah, guck mal, wer hier ist. Na dann. Tsching. Es ist voll. Wo war der denn gerade eben? So. Ich befreie dich, Freund. Warum ist er denn gefangen und hat ein Schwert? Seit wann werden die nicht entwaffnet? Das ist... Oh. Ja, hab ich nicht. Sei verzaubert! Ja. Das hat weh! Und viele wollen jetzt noch kommen. Du Ratte! Einfach nicht schimpfen. Ja, ich habe ihn doch befreit. Wollte er nicht helfen? Ich bin ein Gefangener. Ich stehe hier schon eine ganze Weile. Befreie die Gefangenen. Wo sind denn noch mehr Gefangene? Ich heile mich mal lieber. Okay, warte, machen wir es so. Ich töte dich! Da unten. Ich reiß dir die Gedärme raus! Machst du sowieso nicht, weil ich schneller bin wie du. Zu mir! Ich bin da, weiter! Hallo. Ein schöner Abschluss. Ja, ne? Jetzt würden wir nur noch verschwinden. Wie lange er ihn noch angeguckt hat. Das war schon ein bisschen gemein und bitter. Und ich bin auch so schnell schon wieder weg. So, Abschluss der Mission. Komm schon. Ich aus dem Gefahrenbereich bin. Zeit zu gehen. Auftrag abgeschlossen. Fertigkeitspunkt plus 2. Schön. Da weiß ich auch schon, was mit anzufangen. Und zwar würde ich doch in die Verbesserung stecken. Zack. So, da müssen wir den guten Bruderschaftshaus mal besuchen. Lass mich mal schnell gucken da. Machen wir schnell einen Abstecher dahin und dann machen wir weiter mit den Quests. Ja, mal so nebenbei mal ein bisschen einstreuen. Finde ich ganz gut. So, Bruderschaftshaus. Da. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Rennen von früher schneller war oder es so ausgesehen hat. Hallo. Willkommen, willkommen. Ibn Musa. Hilfsmittel freischalten oder verbessern? Kannst du das verbessern? Das ist mein Angebot. Die Frage ist, was möchten wir verbessern? Stufe 2. Das wäre dann giftig. Schwere Klinge. Und leichte Klinge. Reichweite und Schaden erhöhen. Das finde ich natürlich richtig gut. Rüstungsdurchdringen finde ich noch viel geiler.
Nee, Körperzersetzung, ja, war eigentlich nicht verkehrt. Dann haben wir noch die Rauchbombe, ne? Da haben wir ja schon. Guck mal hier, stiller Knall, heilender Dampf. Ich weiß nicht, ob das für uns dann auch zählt. Was haben wir hier noch? Amnesie, einfach mal, keine Ahnung. Und flammbarer Rauch, was natürlich auch geil ist. Aber das ist auch immer noch die Frage, wenn wir das schnell benutzen. Ich würde einfach was freischalten wollen, glaube ich, erstmal. Sonst noch was? Ja, erstmal freischalten. Welche neuen Wunder habt ihr geschaffen? Sieh dich um. Das werde ich. Jetzt ist die Frage, was möchte ich denn? Was ist das? Das ist der Blasfeind, lautloses Geschoss, das Ziele zum Einschlafen bringt. Eine Lärmbombe, eine Falle. Das sind jetzt dann... Freischalten würde ich sie, aber weiß ich nicht, ob ich sie benutzen werde. Genug gesehen. Das Blasrohr ist... Dein Können wird mir sicher helfen. Doch, sei nee, das mein Blasrohr Gast. Ist schon ganz gut. So. Was wäre denn die erste... Was wäre denn die erste Stufe? Nehmen wir die zweite gleich mit. Also, wir haben erhöht die Anzahl. Verlängert die Effektdauer. Den Wirkungsreich... Wolkenschlag. Tödliche Dosis. Stärke. Das Ziel kann von anderen nicht wachgemacht werden. Finde ich ganz gut. Erstmal auf Zeit und die Anzahl. Ja, ist im Grunde genommen annulliert das, glaube ich, das. Mal gucken. Das Schönere ist, man... Oh, ich könnte das auch noch machen. Berserker. Eigentlich nicht verkehrt. Tiefer Schlummer. Hält endlos an. Das annulliert ja dann auch das hier. Aber nee, ich möchte nicht so viel da reinstecken. Ich brauche ja noch Materialien für die anderen Sachen, ne? Hier schwere Klinge. Da würde ich das gerne bevorzugen. Genau, Modifikation gewählt. Cool. Und hier... Das ist ja auch schon... Ja. War's das? Vielen Dank. Ja, erstmal ja. Vielen Dank dafür. Bemerkenswert. Meinen größten Dank. Leb wohl. Bis später. So, leider kurzer Szenenwechsel, weil sich der Ubisoft Connect-Gedöns in den Vordergrund gedrängt hat und da die App nicht HDR hat, switcht denn das Programm und damit unterbricht er auch die Aufnahme. Aber gut, ihr habt nichts verpasst. Ach, ich muss mein Bekanntheitsgrad ist schon wieder so hoch. Da. Multi-Charter, nee. Ach, schreien sie schon wieder nach Wache, ne? Aber Gott sei Dank sind die nicht so penetrant und kommen gleich sofort. Entschuldigung. Da. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Gar nicht cool. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ach ja, genau. Die markierten Münzen. Ich soll den Kontaktmann treffen. Muss ich ihn Kilo noch losschicken? Ne, muss ich nicht. Gut. Steigt das jetzt eigentlich ein bisschen? Ich habe da gar nicht so drauf geachtet. So, was ist hier? Auch wieder... Da muss ich wieder eine Münze, ne? Hallöchen. Sei gegrüßt. Schön, dich zu sehen. Zeigst du mir deine Waren? Bitte, sei mein Gast. Dann können wir auch endlich mal unsere Waffen Man aufwerten kann die hier. Bewaffnung immer verbessern. Ja, stimmt. Diese Nadeln stricken einen feinen Tod. Zack. Auch wenn wir die Waffen vielleicht nicht verwenden, aber... Werkzeug, schönere Arbeit. Sehr gut, Said. Das sind eigentlich sind das richtig geile Schwerter, ne? Okay, aber ne, das ist ja mein bestes Schwert hier. Eigentlich ist das das beste Schwert. 72,59.
46, 78 Verteidigung. Aber da weiß ich nicht, wie kommt das denn zustande? Was verteidigt mich denn da? Tödlichkeit ist unbezahlbar. Aussehen kann ich auch ändern. Besseres Werkzeug, schönere Arbeit. Da fehlt mir die Lizenz für, ne? Nee, da fehlt mir die Barren. Gut. War das alles? Erstmal. Ich sollte mal weiter. Beehre uns wieder. Ist die Rüstungsschmiedin denn auch hier? Und die Rüstungsschmied? Frieden, Zadik. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Guck mal, der ist so. Hier gibt es viel zu stöbern. Ja, möchte ich auch definitiv. Leichter, stärker, besser, sehr gut. Die Sandmontur, die haben wir auch noch nicht getragen. Weil das ist mir dann doch zu viel. Das hat denn. Ja, weiß ich nicht. Man kann ich bin eher der Verdeckte. Kann ich sonst noch behilflich sein? Kapuze und so. Erstmal nicht, vielen Dank. Ich muss aufbrechen. Bis dann. Bis dann. So, haben wir noch einen Händler hier. Die Schorta beobachtet mich auf Schritt und Tritt. Wenn sie nur jemand ablenken würde. Hier ist noch ein Händler. Ein Warenhändler. Was hast du denn für mich, Sahib? Hallo. Sei gegrüßt. Lass mich deine Waren ansehen. Da müssen wir auch nochmal. Ich muss mehr Münzen sammeln. Da müssen wir auch mal wieder warentechnisch. Aber erstmal verkaufen wir den ganzen Plunder. Zack. Da klingelt auch der Dirham wieder in der Kasse. Guck mal, Monturfarben. Haben wir die nicht schon? Ich glaube ja. Nicht, dass ich das nochmal. Warte mal. Blauer Rostam. War das erstmal alles? Erstmal ja. Wie viele Münzen brauche ich denn für die 3? 30%. Ich muss gehen. Dann auf bald. So, jetzt lass ich mal gucken. Ich glaube, die Monturfarbe habe ich doch. Nein, tatsächlich nicht. Ja, dann her damit. Ja. Aber ist mir... Die ist cool, ne? Die Montur an sich so. Aber die ist mir dann doch nicht verdeckt genug. Also wieder zurück zu unserer Montur. Und wir kriegen ja mit dem Abschluss der Mission, kriegen wir ja die neue Montur. Ich grüße dich. Schön, dich zu sehen. Ja? Schauen wir mal, was du hast. Sieh dich um. Die kann man immer brauchen. Ja, das stimmt. Willst du deine Ausrüstung aufwerten? Verschwinde das auch. Super. Hast du, was du brauchst? Erstmal ja. Vielen Dank, vielen Dank. Auf ein andermal. Bis bald. Okay. Inventar. Hier haben wir natürlich auch... Ja, die Waffen. Mal sortieren. Verbesserungsstufe. Ist das jetzt die beste Waffe? 58, 58. Nee. Egal, nach mythischem Zustand finde ich besser. Monturfarbe. Ist das dann auch für die... Oh, für noch eine andere Montur, die wir noch nicht kennen? Interessant. Okay. Nee, komm. Ich will mich nicht wieder ablenken lassen von irgendeiner Kiste. Okay, ich finde das Gebiet. Enkidu. Bist du mein Kontaktmann? Ein seltsamer Treffpunkt. Hast du die markierten Münzen? Sie warten am Damaszener Tor auf dich. Was? Soll das ein Trick sein? Kein Trick. Ein Rennen. Ich glaube, ich bin schnell genug, um jemanden deines Rufs zu überholen. Wir sehen uns am Tor. Ich Hallo? Sollte die Münzen am Damaszener Tor holen, bevor es ein anderer tut. Meines Rufs oder meines Schlags. Ganz schön frech.
Aber gut, mal ein Rennen hatten wir ja auch schon ewig nicht mehr. Boah, mit bloßer Hand. Guter Einsatz. Aber egal, wie laut der Wind heult, den Berg vermag er nicht zu bewegen. Heute hattest du Glück. Morgen? Vielleicht nicht. Sicher? Ich habe die Münzen. Jetzt muss ich mich sputen und sie ausliefern. Ach, das auch noch. Kann ich mein Pferd rufen? Warum? Yalla, yalla! Ich bin doch nur ein ganz normaler Burger, der da durch wollte. Da komme ich wirklich mit dem Pferd nicht durch. Kann ich mich einfach hier verstecken? Na, kommen sie doch hinterher jetzt? Ah, oh, nee, doch nicht. Komm. Also manchmal sind nur so ein paar Punkte. Ich meine, gut, ich weiß, kann mich nicht an das erste Assassin's Creed erinnern. Aber da konnte, glaube ich, mit dem Pferd mehr gemacht werden. Also rein kamst du in der Stadt ja nicht, glaube ich. Oder verwechsel ich das mit Origins? Das kann natürlich auch sein. Egal. So, Sahib. Ich schätze deine Hilfe. Aber du bist spät dran. Bitte beeil dich nächstes Mal ein wenig. Dennoch noch Wünsche übrig, ey. Frech, einfach frech. So, da ist noch ein Außenposten. Außenposten, ich meine hier Aussichtspunkt. Oh, Gefallenmünze des Händlers. Das ist natürlich perfekt. Und Rostams Montur. Ziehen wir gleich mal an. Rein ins Fenster und auf der anderen Seite wieder raus, wa? Basti! Nicht dein Ernst! Er springt einfach runter. Fisch nicht so gut von dir. Das kannst du später machen. Jetzt komme ich nicht weiter, ne? Durch das Gestrüpp darf ich nicht. Hoch da. Mach bloß keinen Blödsinn jetzt hier. So. Darf doch nicht wahr sein. Aber ich glaube, der Part ist auch gleich zu Ende. Ich habe schon bestimmt wieder ein bisschen Überlänge. Aber ist nicht so schlimm. Der Cut hat nur ein bisschen gestört. Das war natürlich doof. Wichtige Orte entdeckt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann wechseln wir einmal die Montur. Rostams Montur. Alter Schwede. Das ist ja... ein Bestienjäger, ne? Bisschen. Und dann noch die richtige Farbe dazu. Zack. Ja, das ist wirklich sehr schick. Cool. Weil hier mit den Klauen. Tigerfell. Krass. Jetzt, wir haben auch, glaube ich, sein Schwert, ne? Rostams Schwert. Ja, Tatsache, ne? Aber ich bleib bei dem. Habe ich auch sein Dolch? Warte mal. Mhm. Ja, Tatsache. Ich habe auch sein Dolch. Einmal die perfekte Ausrüstung. So, wo jetzt der Vergiftungsdolch? Eine Giftwolke. Ist noch nicht passiert. Ein vergifteter Gegner. Ein vergifteter Gegner. Im Nahkampf zu töten, schafft eine Giftwolke. Ja,
Gut, dann brauche ich die Klinge eigentlich auch nicht mehr benutzen, weil so viel vergiften tue ich ja dann doch nicht. Ich dachte, das passiert dann. Gut, was haben wir hier? Ein erfolgreicher Ausland füllt 10% Ausdauer auf. Ja, ist auch nicht schlecht. Verteidigungsschaden, ja, komm. Nehmen wir die. Die haben wir auch noch nicht. Sehr schön, dann haben wir jetzt so eine richtig coole Montur. Sieht richtig, richtig cool aus. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann steht ja eigentlich an, ist glaube ich schon eine Nachforschung. Der letzte Auftrag, ne, auf unserer Auftragsliste. Ne, zwei tatsächlich noch. Botanist und der entführte Gelehrte. Niemanden töten und unentdeckt bleiben. Ja, da bin ich gespannt. Also Freunde, bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge von Assassin's Creed. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.